Das ist Weißkopfseeadler-Dame Bonnie und die Attraktion der Greifvogel-Auffangstation in Mittelfranken. Seit mehr als 20 Jahren leitet Andreas Ritz die Einrichtung in Unteröstheim, denn nicht allen Vögeln geht es so gut wie Bonnie. Da haben wir auch so ein Sorgenkind, das gefüttert werden muss. Und da können Sie mal mit herschauen. Dieser Waldkauz ist nur knapp dem Tod entkommen. Mit gebrochenem Oberschenkelknochen hätte er in der freien Wildbahn nicht überlebt. In der Auffangstation wird er nun wieder aufgepäppelt. Der hängt aber genauso rum wie die Vergifteten. Also wenn man draußen einen sitzen sieht, der so kümmert und so träge ist und keine Furcht hat, kann man davon ausgehen, dass was nicht stimmt. Denn neben den Dauerbewohnern landen im Frühjahr auch wieder vermehrt vergiftete Greifvögel bei Andreas Ritz in der Auffangstation. In 8 von 10 Fällen bedeutet das den sicheren Tod. Bei den Vögeln ist es so, die leiden stumm. Die haben keine Mimik, keine Gestik und machen auch keine Lautäußerung, weil sie sich ja nicht verraten wollen, dass es ihnen schlecht geht, sonst würden sie ja selber zur Beute werden. Und deswegen leiden die stumm, bis sie tot umfallen. Die verbluten innerlich und irgendwann hört das Herz auf zu schlagen und sie sind tot. Die Vögel erkranken, wenn sie vergiftete Mäuse fressen. Denn im Kampf gegen Nager setzen Landwirte oftmals Mäusegift ein. Und da sind verschiedene Löcher, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Wie weit verzweigt das unterirdisch ist, keine Ahnung, aber man sieht schon, dass da viele Mäuse sind. Für Landwirt Thomas Wildermann kommt der Gifteinsatz nicht in Frage. Er vertraut stattdessen auf die Selbstregulation der Natur. Das ist ganz im Sinne des Greifvogelexperten. Ganz genau. Optimal, der Wald ist in der Nähe, können die Greifvögel auf die hohen Bäume rauf. Ja, da unten haben wir Brachflächen, da kann sich der Fuchs verstecken. Also es ist optimal für die Beutegreifer. Biotop ist ideal hier und da braucht man kein Gift. Wenn auch andere Landwirte nachziehen, würde das vielen Vögeln das Leben retten. Und Andreas Ritz könnte sich noch mehr um seine Dauergäste in der Greifvogel-Auffangstation in Mittelfranken kümmern.